Und auch wenn Kärnten morgen beim Hypo-Sondergesetz ungeschoren davonkommt, zahlen müssen sie trotzdem, fordert der Finanzminister. Nur wie viel und wann? Dazu begrüße ich jetzt den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Landeshauptmann, Sie und der Finanzminister werden wohl keine Freunde mehr. Das sei eine Sauerei, haben Sie wortwörtlich am Wochenende gesagt, dass Michael Spindelegger als Hypodruckmittel dem Land Kärnten einen Kredit verwehrt. Und wir lassen uns das nicht gefallen. Wie wollen Sie sich denn dagegen wehren? Indem wir aufklären, indem wir solche lapidaren Ausreden wie ein Beamter sei auf Urlaub oder Kärnten habe gewisse Papiere nicht mitgebracht, als null und nichtig erklären und das auch belegen und bewerten können. Seit bereits geraumer Zeit wird versucht, so ein bisschen psychologischen Druck auf Kärntner Politikerinnen und Politiker auszuüben, unter dem Motto, wenn man bei der Hypo nicht entgegenkommt, dann werden wir uns schon irgendwo anders das Geld holen. Das ist nicht die Art und Weise, wie man unter Menschen, die eigentlich dasselbe Ziel haben, nämlich für Steuerzahlenden so wenig als nur irgend möglich wegen der Hypopleite bezahlen zu lassen, umgeht. Sie werfen dem Finanzminister da ja psychologische Kriegsführung vor, aber selbst Ihr Koalitionspartner, der neue Kärntner ÖVP-Chef Benger, bezweifelt, dass diese Unterlagen ja schlüssig erklären können, dass Kärnten den Kredit überhaupt zurückzahlen kann. Wir haben das heute auch ihm nachweislich im Koalitionsausschuss mitgeteilt und erklärt. Er hat viele Dinge, die vor seiner Zeit passiert sind, so auch nicht gewusst. Ganz im Gegenteil, er hat auch in einer anderen Replik auf einen weiteren Vorschlag des Herrn Finanzministers das Ganze auf die hohe Hitze und die hohen Temperaturen zurückgeführt. Also auch innerhalb der eigenen Bewegung ist hier sehr viel Skeptizismus gegenüber der Vorgehensweise des Finanzministers zu spüren. Da kommen wir zu Ihnen besagten oder angesprochenen hitzigen Debatte. Da geht es um die besagten 500 Millionen Euro. Ist diese ganze Situation auch um den gerade nicht gewährten angesprochenen Kredit aber nicht bezeichnend, wie verfahren die Situation ist? Der Finanzminister pocht auf 500 Millionen. Ihr letztes Wort bisher war 210 Millionen. Darüber lassen, also werden wir verhandeln, das sind die Haftungsprovisionen. Ist das auch heute Ihr letztes Wort? Ich glaube, bei Verhandlungen soll es nicht erstes, letztes, mittleres Wort geben. Wichtig ist, dass man ein gemeinsames Ziel formuliert. Das Ziel habe ich von uns aus formuliert. Ich bin Landeshauptmann eines Bundeslandes, das nicht gerade besonders gesegnet ist, das mit den schlimmen Ereignissen der Vorzeit konfrontiert ist, das versucht, einen neuen Weg zukunftskoalitionär zu gehen und das anstelle von Unterstützung eigentlich viele Prügel seitens des Finanzministers zwischen die Füße geworfen bekommt. Herr Landeshauptmann, wenn Sie sagen, nicht das letzte Wort, wie viel wollen Sie denn dann zahlen? 500 sagen Sie, zahlen wir nicht. Wie viel? Also was ist denn ungefähr so, sagen wir, die Summe, das Volumen, über das Sie verhandeln wollen? Wir sind hier auf keinem Krämermarkt. Ich habe eines gesagt, ich möchte, dass die Leistungen, die von der Kärntner Bevölkerung bereits gebracht worden sind, über Steuermittel, bei der Verstaatlichung, in all den anderen Bereichen, bei Haftungsübernahmen angerechnet werden. Wir sind bereit, dass wir auch über die zu Unrecht bezogenen Haftungsprovisionen aus der Ära Haider, der das Geld 10 Jahre im Vorhinein bekommen hat, es verbraucht hat und eigentlich die Haftung nie eingehen konnte, dass man darüber verhandeln kann. Das macht man in Ruhe, das macht man abseits von Medien und das macht man in einem Stil, der angebracht ist. Das ist das Angebot, das wir immer gemacht haben, vom ersten Tag an. Die ausgestreckte Hand wurde aber nicht von uns ausgeschlagen, sondern von den Verhandlern des Finanzministeriums. Im Übrigen verhandeln wir. Wir verhandeln auf der auch Ebene. Auch diese Woche höre ich, und zwar Ihre Finanzlandesrätin, die hat auch eine Rechnung vorgelegt, die Sie auch eben kennen. Und wenn Sie sagen, wir sind nicht am Krämermarkt, aber mit Verlaub, das ist eine abenteuerliche Rechnung. Sie haben es gerade angesprochen. Bei der Notverstaatlichung hätte das Land Kärnten die Hypo an den Bund übergeben mit einem Wert von mehr als 400 Millionen Euro. Herr Landeshauptmann, viel mehr wahr ist, das waren symbolische 3 Euro und dem Bund wurde hier nichts geschenkt. Im Gegenteil, dem Steuerzahler wurden 20 Milliarden Haftungen umgehängt. Also da hat man doch nichts verdient oder beziehungsweise einen Wert dem Bund hinübergeschoben, sondern im Gegenteil, Verpflichtungen. Das muss man etwas differenzierter sehen. Faktum ist, dass die Werthaltigkeit auch jetzt durch ein OGH-Urteil am letzten Freitag veröffentlicht, auch bestätigt wurde. Jedenfalls war die Bank mehr wert als nichts. Und ich darf in Erinnerung rufen, dass wir ab dem Jahr 2007, im Übrigen gegen den Willen der SPÖ in Kärnten und ohne ihr Wissen, dass wir ab dem Zeitpunkt nicht mehr Eigentümer waren. Da war dazwischen dann die Bayern Landesbank, die eine sehr exzessive Politik, wie sie auch Haider betrieben hat, bei der Bank fortgesetzt hat und seit 2009
Verstaatlichung und 2010 beginnend ist keinerlei Reaktion gemacht worden, Badbank-Abwicklung oder was Ähnliches zu tun. Herr Landeshauptmann, was Sie aber nicht dazu sagen, zwar nicht mehr Eigentümer gegen Ihren Willen, sagen Sie, aber Haftungen, die damals 20 Milliarden überschritten haben und die Sie nie bedienen hätten können, hat das Land Kärnten übernommen. Ihr Abwehrkampf, das sagt aber selbst der Kanzler, 500 Millionen Euro sind die Zielgröße. Und neuerdings möchte der Finanzminister das Geld sogar nämlich frisch für die Steuerreform verwenden. Wie erklären Sie denn das den Steuerzahlern, die schon Milliarden gezahlt haben und noch zahlen werden, dass ausgerechnet Kärnten vom einstigen Verkauf der Hypo mit noch 500 Millionen Euro profitiert? Frau Schnabel, es ist nicht so zu erklären, wie Sie den Ansatz gewählt haben, sondern es ist so zu erklären, dass wir bereits 200 Millionen gegeben haben, dass wir als Land Kärnten ohne den Bund durch die Privatisierung der Hypo Österreich entscheidend dazu beigetragen haben, dass es überhaupt jetzt zu diesem Gesetz kommen kann, dass wir insgesamt für derzeit noch 683 Millionen Euro haften, dass ich die nicht den Fehler Ende machen, dieses Jahres auslaufen. Nein, die im 30.09.2017 zu einem gewissen Teil auslaufen, einige Millionen bleiben dann noch an Haftung und ich werde nicht den Fehler des Jörg Haider machen, dass wir für etwas haften, wofür wir keinen Gegenwert haben, daher ist der Zukunftsfonds in diesem Zeitraum tabu. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Ihre Rechnung, also ich kann dieser Logik nicht folgen, sagen Sie, dann haben wir schon mehr als 500 Millionen überwiesen, dann müsste Ihnen quasi der Herr Spindelecker 170 Millionen Euro zurücküberweisen. Nein, wir haben nur die Werte aufgezeigt, die bereits zum jeweiligen Zeitpunkt vom Land Kärnten, auch als es nicht mehr Eigentümer war, in letzter Konsequenz gezahlt worden sind oder als buchhalterische Größen hier stehen. Und um das geht es. Das Ganze auf eine Verhandlungsebene runterzubrechen, ist genau das Gebot der Stunde. Und das versuchen wir seit geraumer Zeit. Und ich war mächtig überrascht, als ich einerseits hörte, dass es positive Verhandlungen endlich um den Sinn der Lösung des Problems geht und parallel dazu innerhalb kürzester Zeit drei Forderungen vom Finanzminister in unterschiedliche Richtungen gegangen sind. Gesetzlicher Zwang, dann 500 Millionen müssen her, damit man die Steuerreform macht und dann die Blockierung eines Kredites der österreichischen Bundesfinanzierungsagentur. So geht man am Verhandlungstisch nicht um. Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie wollen zwar nicht in Geiselhaft von Jörg Haider genommen werden, aber den Verkaufserlös, damals unter ihm durchgeführt, schon behalten. Aber wie soll denn jetzt ein Kompromiss aussehen? Der Finanzminister sagt ja, reden wir über einen Zeitrahmen, ich nehme an Raten, zum Beispiel Finanzausgleich, die abgestottert werden. Was ist denn dann die Zielgröße, wo Sie sagen, da sind wir bereit, darüber zu verhandeln? Na, es gehört einmal die Basis dafür geschaffen, nämlich eine rechtliche. Keiner weiß, wie hoch der Schaden ist. Wir wären die Ersten, die für etwas zahlen, wo der Schaden überhaupt nicht feststellt. Alle wissen, der wird aber erst in 20 Jahren feststehen. Na, da muss man halt auf der Ebene die Verhandlungen auch führen. Wenn man weiß, dass ich einen Schaden erst dann feststellen kann, kann ich nicht jetzt verlangen, eine fixe Summe X, die offensichtlich als Zielgröße definiert wird, und die sofort einfordern. Ich bin bereit, über alle Dinge zu reden. Und das ist ja das, was wir angeboten haben. Ich stehe auch als jetziger Landeshauptmann von Kärnten dafür, dass wir Verantwortung für Verfehlungen übernehmen. Aber es gibt auch andere Eigentümer. Es gibt die Bayern und es ist auch die Republik seit 2010. Das ist jetzt 2010. Ein weites Feld, Herr Landeshauptmann. Nein, nur ganz kurz, Feld, weil wir schon am Ende unserer Zeit sind. Ich halte fest, Sie sagen, wir wollen darüber verhandeln, nur in 20 Jahren sind Sie möglicherweise auch nicht mehr im Amt. Aber schon bald, nämlich morgen im Ministerrat, wird Ihnen durch ein neues Hypo-Sondergesetz ungemacht drohen. Gläubiger vor allem, die vom Land Kärnten garantierte Anleihen halten, die sollen ja zur Kasse gebeten werden. Jetzt sagen aber alle Experten, die wir gerade gehört haben, da wird es wahrscheinlich eine Welle an Klagen geben. Wie sehen Sie denen entgegen? Ist Kärnten überhaupt gerüstet, nämlich auch finanziell? Da geht es fast um 900 Millionen Euro. Wir sind jedenfalls besser gerüstet mit dem 500 Millionen Zukunftsfonds, als wenn wir die dem Herrn Spindelecker geben, ohne eine Rechtsgrundlage und dann warten, dass uns andere niederklagen. Denn das Gesetz wäre so oder so gekommen, egal ob Kärnten zahlt oder nicht zahlt. Noch einmal. Wir sind bereit, zur Verantwortung zu stehen, aber das Ganze gehört vernünftig ausdiskutiert und wir werden eines nicht machen, Kärnten hier opfern, nur damit man die Sünden einer anderen Partei, die dafür die Verantwortung trägt, übernimmt. Gut, der Zukunftsfonds bleibt tabu, dann sage ich danke fürs Kommen ins Studio. Gerne.